Wenn es Deutschland gut geht, geht es auch der Welt gut. Wenn es Deutschland gut geht, können wir auch in der Welt gerne helfen. Aber Deutschland geht es zurzeit nicht nur nicht gut, Deutschland geht es zurzeit schlecht. Wir haben die Leute nicht belogen. Wir haben von Anfang an gesagt, kein Impfzwang. Wir haben das durchgesetzt, Gott sei Dank, mit Unterstützung der Straße. Die Straße hat damals gemerkt, wie wichtig es ist, Verbündete in den Parlamenten zu haben, nämlich die Alternative für Deutschland. Genau das ist jetzt auch wieder ein Zeichen, das heute gesetzt wird. Der Schulterschluss zwischen den Menschen auf der Straße und den Parlamenten. Es hat wunderbar funktioniert heute. Diese Fackel sollten wir weitertragen. Wir sollten nicht nachlassen. Wir müssen den Regierenden zeigen, wo der Hammer hängt. Und wir müssen die Politik der Regierenden rückstandsfrei entsorgen. Ja, danke Michael Kaufmann, danke Uwe Trum, danke Pößneck für die Einladung hier zum der grandiosen Veranstaltung. Heute Morgen waren wir in Gera, das war schon schön und kalt, gerade in Neustadt auch schön und kalt, aber so krachend voll wie heute hier in Pößneck auf dem Marktplatz war es heute noch nie. Pößneck, toll gemacht hier, vielen Dank erstmal, ein guter Start für das Jahr 2024, in diesem Sinne auch ein frohes neues Jahr 2024, das ja gleich fulminant startet, oder? Am nächsten Sonntag mit den Landratswahlen hier bei euch im Landkreis, mit einem Landratskandidaten, an dem kein Weg vorbeiführt. Und wir haben es für den Neustart schon mal geübt. Wir üben das hier nochmal. Wer wird nächsten Sonntag Landrat? Uwe! Uwe! Hey, das geht doch besser! Wer wird Landrat? Uwe! Uwe! Wer wird Landrat? Uwe! Genau, der wird Landrat. Und in diesem Sinne, ganz nach oben rechts zum DGB, der ja da irgendwie eine... Uwe ist neben mir. An den DGB oben rechts, der da einen flotten Dreier der Verlierer abzieht. Uwe Trum, bewusst nicht eingeladen, lieber DGB. So geht Ausgrenzung in Thüringen. Das ist Meinungsfaschismus, der hier abgezogen wird von euch. Aber wir sind darauf nicht angewiesen. Wir machen unseren Wahlkampf hier unten. Und vor allem gewinnen wir am Ende unseren Wahlkampf auch mit Uwe Trum. Liebe Freunde, 2024 wird hoffentlich ein Jahr des Wechsels. Heute ein fulminanter Anfang auch mit den Bauernprotesten, mit den Protesten der Handwerker, die sich hier angeschlossen haben, der Spediteure und vieler Gewerke. Die Leute haben einfach genauso wie ich die Schnauze voll. Die Schnauze voll von der Regierung hier in Deutschland, die Schnauze voll von der Regierung in Thüringen. Und deshalb kämpfen wir 2024. Schnauze voll. Genau. Und jetzt halten wir dieselbe noch, bis meine Rede zu Ende ist. Nein, nein, nein. Also, wir können ja gleich weiter singen dann. So, 2024 ist die Möglichkeit, in den Bundesländern, in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg, den anderen mal die blaue Karte zu zeigen und diese sozialfaschistische, diese ökosozialistische Transformation, die uns überall übergestülpt wird, zu beenden, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Deutschland hat Besseres verdient als die Versager in Erfurt, die Versagerregierung in Berlin. Und deshalb schicken wir die in diesem Jahr nach Hause. Wir haben die Schnauze voll von Dirigismus, wir haben die Schnauze voll von Vollidioten in der Bundesregierung, wir haben die Schnauze voll von Linksextremisten in der Landesregierung, wir haben die Schnauze voll von einer nicht durchdachten Energiepolitik, wir haben die Schnauze voll von einer Bildungspolitik, die seinesgleichen auf der ganzen Welt sucht. Wir sind von Vollidioten regiert, liebe Freunde, von linksextremistischen Vollidioten in Erfurt und von, ja, ahnungslosen Vollidioten in Berlin. Personen, die in ihrem Leben nichts auf die Kette bekommen haben, die vielleicht ihren Namen tanzen können, Vize-Schulsprecher oder Vize-Klassensprecher an der Waldorfschule waren, die wollen uns vorschreiben, die wollen uns erklären, wie das Leben geht. Diese Phase sollte in Deutschland vorbei sein. Wir brauchen Experten in die Regierung, wir brauchen Leute mit Kompass in der Regierung, die genau wissen, was Deutschland hilft. Wenn es Deutschland gut geht, geht es auch der Welt gut. Wenn es Deutschland gut geht, können wir auch in der Welt gerne helfen. Aber Deutschland geht es zurzeit nicht nur nicht gut, Deutschland geht es zurzeit schlecht. Und deshalb unser Land zuerst in diesen Wahlen, in diesem Jahr, unser Land zuerst, bitte Alternative für Deutschland. Wir haben bewiesen, in tiefsten Corona-Zeiten, wie wir als einzige Partei fest mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes standen und sogar in der Corona-Krise die Grundrechte hochgehalten haben. Wir haben
die Leute nicht belogen. Wir haben von Anfang an gesagt, kein Impfzwang. Wir haben das durchgesetzt, Gott sei Dank, mit Unterstützung der Straße. Die Straße hat damals gemerkt, wie wichtig es ist, Verbündete in den Parlamenten zu haben, nämlich die Alternative für Deutschland. Genau das ist jetzt auch wieder ein Zeichen, das heute gesetzt wird, der Schulterschluss zwischen den Menschen auf der Straße und den Parlamenten. Es hat wunderbar funktioniert heute. Diese Fackel sollten wir weitertragen. Wir sollten nicht nachlassen. Wir müssen den Regierenden zeigen, wo der Hammer hängt. Und wir müssen die Politik der Regierenden rückstandsfrei entsorgen in den nächsten Monaten hier in Thüringen und in Deutschland. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, warmen Abend und hoffe, dass ihr mit uns wieder auf die Straße geht, dass ihr mit uns auf der Straße bleibt, dass ihr mit uns dafür kämpft, dass das Jahr 2024 zu einem guten Jahr für Deutschland wird. Und dass wir nochmal dem BGB heute zurufen, wer wird Landrat? Uwe! Vielen Dank! Vielen Dank!